Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Forest. Wir sind mal wieder in einer neuen Version, Version 11. Und alle Patch Notes wie immer in der Beschreibung. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade keinen Sound. Ah doch, ich habe Sound. Gut. Ja, den mache ich mal ein bisschen lauter für mich. So. Und ja, ich weiß gar nicht genau, was sich so wirklich getan hat. Wohl bautechnisch so ein bisschen was. Mal gucken hier, ob sich. Nee, hat sich nichts angepflanzt. Wir haben schon frühen Morgen. Können mal was essen. Und soll. Warte, ich guck mal, ob. Ah, die Kaninchenfalle. Hat. Ein Kaninchen gefangen. Schade eigentlich. Die werden wohl nicht mitgespeichert. Grafisch hat sich wohl auch ein bisschen was getan. Das hier sieht jetzt. Die Bäume sehen jetzt hier auch viel besser aus. Und das Gras sieht besser aus. Also grafisch haben sie bei dieser Version noch mal ein bisschen was draufgesetzt. Hier haben wir unsere Falle, ne? Und dann schauen wir mal. Das kennen wir. Wir sollten uns vielleicht noch ein Haus am Boden bauen. Ja, so ein Stickholder und sowas, das können wir alles noch bauen. Ich schau erstmal hier durch. Genau. Die Brücke. Wie haben sie das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht genau. Ah ja, erstmal müssen wir diese Baustelle hier abreißen, weil da. Hat das ja nicht ganz so funktioniert. Warte, kann man das hier anbringen? Ich habe hier noch nicht ganz, wie man diese Brücken jetzt verwenden soll. Na egal. Dann bauen wir hier mal. Hallo? Genau, kann man das drehen? Nein, kann man nicht. Okay, aber das Ding würde ich dann mal bauen. Dann hat man hier nochmal so ein bisschen Aussichtsplattform. Und dann würde ich noch hier auch eine bauen, falls man nämlich an der einen Stelle mal nicht unbedingt nicht hin kann, dass man dann hier hoch kann. Blöd, dass das Seil jetzt da ist. Ah, dort ist auf der anderen Seite, dann baue ich es dahin, dann kommt man hier schnell hoch. Auch wenn man dort ein bisschen geäst im Gesicht hat, aber da kann man sich dann immerhin nochmal irgendwie verschanzen. So, ja, ich muss erstmal wieder finden, was wir alles so gemacht haben. Dann schaue ich mal hier noch ein bisschen rein. Okay, jetzt sind diese Custom Foundation. Was ist das? Hä? Ich kapiere es nicht. L? Custom Foundation, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ich habe schon wieder dran. Experimentier Wall, okay. Keine Ahnung. Gut. Dann würde ich sagen, stehen Sie dort hinten? Nein. Okay, dann schnappe ich mir. Inventar wollte ich. Schnappe ich mir mal hier diese Axt. Und dann würde ich sagen, schlagen wir mal ein paar Bäumchen, ne? Alter, wie das hier farblich mal wieder geil aussieht. Also grafisch ist das echt eine Bombe geworden mittlerweile. Auch wenn es die Unity Engine ist, glaubt man gar nicht. Okay, der Baum fällt. Super. Genau, und dann gibt es irgendwie eine neue bemooste Art von Bäumen. Und noch so ein bisschen was. Ich weiß es jetzt nicht alles genau. So, komm schon.
Mal hier erstmal den ganzen. Oh nein, der Busch. Da hätten wir was essen können. Na egal. Wächst ja wieder nach. Komm schon. So. So, komm. Super. Hier könnten wir dann auch mal irgendwie ein Feuer aufstellen, damit wir so ein bisschen Bescheid wissen, wo wir hin müssen. Falls wir mal wieder aus der Richtung kommen hier. Weil in der Richtung liegt ja auch das große Eingeborenen-Dorf. Ui. What the hell? Da dreht der Baum sich einfach mal um über 180 Grad so. Krass. Kann ich diesen Baum hier auffällen? Dabei. Nein, kann ich nicht. Dabei ist er gar nicht tot. Schade. Na gut. Okay. So. Ein paar Sticks. Ah ne, haben wir noch. Gut, dann nehme ich jetzt erstmal hier ein paar Bäumchen und baue das eine Ding hier auf. Hallo? So. Damit wir da schon mal so eine kleine Plattform haben. Dann baue ich hier auch gleich mal irgendwo ein Feuer. Feuer. Hier so ein Feuer. Hallo. Hier, so. Dann sieht man das schon vom Weiten. Anzünden muss ich es ja jetzt nicht direkt. So. Hälfte haben wir schon. Und den nächsten. Ein Pavillon bauen wir uns diesmal nicht, weil der irgendwie voll unnütz ist. Auch wenn man jetzt reingehen kann und so. Na gut, okay. Fehlen uns immer noch ein paar Bäumchen. Ah, hier unten liegen ja noch welche. So. Noch zwei. Da haben wir noch zwei. Dann sind wir auch schon durch mit der Plattform. Mal gucken, wie das dann mit den Brücken wird. Das würde ich ja gerne mal sehen. So. Dann können wir jetzt hier hoch. Denke ich mal. So. Wow. Muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt. Aber hier haben wir dann einen schönen Ausblick. Und mal gucken. Brücken. Da. Nein! Ah, fuck. Habe ich... Ah, da gibt's einen Ankerpunkt. Okay. Das natürlich... Kann man dann auch um die Ecke bauen, frage ich mich. Da muss man wahrscheinlich von einem Ankerpunkt zum nächsten. Ich frage mich... Wenn ich das Ding hier umgekehrt dran mache... Ob ich denn von hier nach hier so ein Dings bauen kann. Dann reiße ich das Ding nochmal ab. Und vielleicht baue ich auch auf beide Seiten eins. Hallo? Erstmal ich. Hallöchen. Ich würde hier gerne eins dran bauen. Ist das jetzt der richtige? Yep, ist der richtige. Okay, dann schnappen wir uns mal von dort hinten ein paar Bäumchen und dann will ich das mal mit der Brücke versuchen. Da brauchen wir bestimmt jede Menge Holz, aber es wäre richtig cool. Dann könnten wir die übers komplette Lager abschießen. Axt wollte ich, Inventar. So. Erstmal der Baum hier. Was habe ich jetzt gekillt?
Wahrscheinlich irgendein Lurch. Naja. Egal, erstmal. Nein, blöde Richtung. So. War dort noch einer? Wir jetzt hier nicht runterjumpen. Wäre keine gute Idee. So, nächster Baum. Hier ein Feuer hinzustellen wäre auch eine gute Idee, ne? So. Und hier ist der Baum hier. Mal den dichten Wald hier so ein bisschen lichten, dass man was sieht. Oh, und es geht auch die Energie aus, wie ich gerade sehe. Aber da haben wir ja zum Glück unseren Energy Mix, mit dem wir sofort wieder Energie haben. So. Nein, warum müssen... Ja, das ist schon genauso blöd. Na super. Fliegt das einfach alles mal hier runter, egal. Dann nimmt der Baum hier. So. Ich will ja mal ein bisschen was sehen hier in diesem dunklen Wald. Das geht am besten, wenn man die Bäume mit den tiefsten Nadeln erstmal abhackt hier. Ja, die Baumrichtung sieht schon besser aus. So, komm schon. Und... Oh, ein Eingeborener. Ja. Ich sehe ihn nicht. Hallo? Musst du uns angreifen? Vielleicht wäre es dann mal gut, wenn ich die Axt hier raushole. Hallo? Mist, ich kann meine Axt nicht bewegen. So, jetzt aber. Was war das denn? Oh oh. Kampfmusik? Jumpt dich ja wieder von... Aua. Erstmal kurz Medizin nehmen. So. Der ist hinüber, super. Welchen Baum war ich denn gerade am... Ach, der. So. Hier liegen immer noch ein paar Tote rum. Naja. Egal. Hauptsache, der Baum fällt um. So. Schnappe ich mir mal das Zeug. Siehst du mal einen Hase drin? Nein, da rennt immer irgendwer durch, aber ist nie ein Hase drin, ist ja dämlich. So. Jetzt kann man hier schon mal ein bisschen mehr sehen. Kommt mal ein bisschen Tageslicht rein. Dann sieht man auch, wenn die Gegner kommen. Den Baum, da müsste ich noch abhacken. Aber... Das kann ich auch noch später machen. So. Immer zuerst die mit den tief hängenden Nadeln. Ja, du bist schon wieder erschöpft. Warte, ich lass dich mal kurz ein bisschen aufladen. Was ist denn das hier? Komischer Stein. Naja. So. Da hinten sind noch welche.
Hier ist eine Pflanze, super. So, dann haben wir die Plattform auch gleich fertig. Noch zweimal hin und her laufen. Oh, hier ist noch ein bisschen davon. Ein bisschen Aloe Vera. Kann man immer gebrauchen. So, hallo. Und dann gehe ich gleich mal von dem einen Ankerpunkt zum nächsten und schau mal, wie das dann da sich connected. So eine Brücke wäre dann dort schon ziemlich cool. Wo war hier nochmal Aloe Vera? Da. So. Ich hole nur mal kurz noch hier ein paar Baumstämmchen. Damit. Oh, jetzt wird es ganz schön nebelig. Ist aber doof. Nebel mag ich nicht so. Schmeiß weg. So. Und jetzt Brücke. Da. So. L. Ah. Okay, einmal klicken. Und dann hier zum nächsten Ankerpunkt. Super. Das nennt man mal eine Brücke. Okay, die braucht bestimmt ein bisschen Holz. Ja, 89, so viel wie ein Haus. Entweder baust du eine Brücke oder du baust ein Haus. Ja. Schade, es fehlt mir irgendwie noch, dass hier so ein Ankerpunkt an den... an diesen Baumhäusern hier ist. Das fehlt irgendwie noch, dass man hier so einen Ankerpunkt wählen kann und das dann irgendwie damit verbindet. Aber vielleicht so. Na, da kommt man jetzt wahrscheinlich sehr beschissen hoch dann. Ja, da kommt man wahrscheinlich gar nicht hoch. Aber ich frag mich, ob man da rüber klettern kann. Ob ich dann da wenigstens rüber jumpen kann, dann könnte ich... Okay, hier geht's nicht so leicht, aber wenn ich hier über die Kante und dann da rum, das würde wahrscheinlich gehen. Trotzdem wird das dort ein bisschen blöd. Okay, aber wir haben zumindest zwei Plattformen miteinander verbunden. Sind zwar ziemlich weit auseinander, aber wenn man dort so drauf rumlaufen kann und die Gegner abschießt, dann ist das bestimmt ganz lustig. Oh, wenn man den ganzen Wald dann hier so mit solchen Brücken verbindet. Naja, man muss ja dann noch den halben Wald abholzen, also... Die Baustelle reißt sich erstmal ab. So. Das noch ein bisschen Aloe Vera, ein Steinchen. Oh, dann sollte ich mal was essen. Hallo? Ich hätte gern... Kann ich nicht hier... was essen? Nein, das wollte ich jetzt nicht. So. Da sehe ich doch noch einen Baumstamm. Sehe ich hier noch irgendeinen? Nein, das ist gut. Ah, da ist noch einer. Super. Oh, hier ist auch einer. Wo fängt denn der da an?
Keine Ahnung. Okay. Dann wissen wir ja schon, was wir nächste Folge die ganze Zeit tun werden. Weil das Ding ist bestimmt cool. Ich weiß, dafür könnte man sich auch ein Häuschen hinsetzen oder so. Das wäre bestimmt auch ganz nice. Aber... ja, ich finde, das könnten sie, da könnten sie die Hölzer noch ein bisschen breiter machen oder länger. Das, ja, breiter, dann bräuchte man nicht ganz so viel Holz. Ist wahrscheinlich auch eher für kürzere Pfade gedacht, als jetzt von dem Baum zu dem Baum. Die müssten eigentlich so ineinander umbiegen. Aber na gut, so wissen wir wenigstens, was wir zu tun haben. Von daher sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und Cheerio.